Konnichiwa, ihr Chibis, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mage Quest. Heute haben wir den zweiten Weihnachtsfeiertag. Somit wünsche ich euch allen ein frohes Weihnachtsfest. Und ihr seht das auch so typisch für Minecraft dann in den Weihnachtsfeiertagen. Sind die Kisten also ein bisschen dekorativ, je nach Texture Pack. Finde ich sehr cool. Me gusta. Sehr schön. So, nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. Es warten noch einige Blümchens darauf, von uns gemacht zu werden. Und ich würde mal sagen, die Kikimoros geht ja noch nicht. Dazu brauchen wir erst noch dieses, Tor dann, um dann diesen Pixie das zu kriegen. Dementsprechend machen wir hier weiter. Bellethorne. Gucken wir mal, wie machen wir die Bellethorne? Wo ist die, diese Bellethorne? Dort ist sie. Wir brauchen Rotmana-Pedal, zweimal zwei Mystical Sieren und ein Redstone-Loot. 1, 2, 3, glaube ich, war das. Wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt gerade eben mal wieder. Und ich kann es mir echt nicht merken, das ist doch schlimm, oder? Halt, nein, hier die, da, genau, drei Stück. Und, Cyan brauchen wir zwei Stück. Bup, bup. Und, krass. Genau, so ein Redstone-Root. So, dazu brauchen wir wieder Redstone und Gras. Guck ich mal, habe ich irgendwo Redstone und Glas, Gras? Nee. Vielleicht hier. Dass ich immer genau nur so viel irgendwo mit hernehme. Ist schlimm mit mir, wa? Schlimm ist es. Schlimm! Agri-Carnation brauchen wir nicht. Die können wir eigentlich schon mal. Vielleicht auch mal irgendwie eine extra Kiste basteln jetzt hier, wo wir die ganzen überflüssigen Blümchens drin lagern. Ich glaube, das macht so ein bisschen Sinn. Genau. Zum Kistenbauen bin ich auch noch zu doof. Ah, guck an. Schön mit Weihnachtsverzierung. Vielleicht hier so in die Ecke. Bup. So, und da klatschen wir zum Beispiel die hier rein. Die nicht, da können wir ja wieder Petals draus machen, aber zum Beispiel die Agri-Carnation. Ich meine, ich hätte hier auch noch welche gesehen, genau, die Dayblooms. Obwohl, damit mit den Dayblooms könnte ich mal oben gucken, ob ich da noch Platz habe, nachdem es mir ja ein paar weggebombt habe. Die Thermalili, die kann auf jeden Fall in die andere Kiste rüberwandern. Wenigstens mal so ein bisschen System hier, so ein bisschen. Die Poppy hat nichts mit Botania zu tun. Von dem her kann die da wegbleiben. Schauen wir mal kurz nach den Dayblooms. Ob ich die hier noch irgendwo hinpflanzen kann. Ob die ein bisschen extra Saft geben. Ah. Nee, da laufen sie nicht mehr so effizient. Das heißt, wenn dann hier. Und wenn dann da. Tralala. Und so. Dürften ja eigentlich jetzt hier alle irgendwie happy sein mit der zusätzlichen. Ah, genau, da lutscht mir diese rosa Kana direkt erstmal wieder ein Saft aus den Rippen. Ja, sind verbunden. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen noch einen Pups mehr Mana über tags. Und jetzt heißt es erstmal wieder Redstone holen. Und ein bisschen Gras. Vielleicht diesmal gleich ein bisschen mehr. So auf Reserve und so. Oh wow, ich habe die Treppe einigermaßen gekriegt. Lag aber wahrscheinlich an dem Leck. So. Oh, ist das nicht hübsch. Ja. Irgendwie sowas. Aber sonst hat sich hier texturentechnisch eigentlich nichts verändert. Glaube ich. Bleh. Sieht nicht so aus. Schere in die Hand und schnibbel die Schnibbel. Kommt her, hier Graszippel. So. Damit können wir jetzt mal einen ganzen Schwung machen. Direkt mal auf Reserve. Genau, macht Sinn so. Und dann basteln wir uns durch die Blümchens. Denn auch wenn sich Thorncraft jetzt schon so extrem lang hinzieht, ja, ist eigentlich noch nicht alles. Ne? Danach kommt noch Witchery und Thorncraft, wenn mich nicht alles täuscht. Also durchaus noch ein paar Folgen hier zu gucken. Zwei von denen und so ein Root. Das heißt, ich muss jetzt zwei davon ins Wasser schmeißen. Ja. Ja. Also hier ins Mana. Wie viel haben wir denn davon? Wow, doch so viel. Hier ist viel mehr. Hier auch. Und da eh nicht. Das wandert eh direkt weiter. So, dann schmeißen wir mal die zwei da rein. Wow. That aim, though. That aim. Und equippen schon mal unseren Ouch. Ein bisschen Wasser rein. Denn zwei von Cyan. Ein Rot. Zwei Mana Rot. Und ein Redstone Rot. Und dann, hopp. Zack, wir haben die Quest fertig. Da ist sie.
Die Belle Thorne. Jetzt gucken wir vielleicht auch noch, was sie vielleicht so macht. Vielleicht ist sie auch noch nützlich für uns. Achso, genau. Sie macht Schaden an Viechern, die in der Nähe sind. Also jetzt nicht zwingend unbedingt für unseren Einsatz hier gedacht. Drum kommt die hier in die Kiste. Und was ich auch gesehen habe, wir haben ja die Jaded Emerendereth auch schon fertig. Das heißt, die Quest können wir uns auch direkt die Belohnung abholen. Was die macht, sehen wir ja am laufenden Band. Die nächste in der ganzen Geschichte ist die Clayconia. Die Clayconia, was macht die denn Schönes? Was? Giving mana to certain items causes them to transform. Perhaps this is related to the energy of the spirits, but on much weaker level. You should be able to create a flower that is able to use some of this spirit energy combined with the Earth energy to transform nearby sand into clay. Ah ja, okay, also falls man zum Beispiel mal sehr viel Lehm benötigt, aber davon nichts irgendwie in seinem Umfeld hat, kann man Sand heranziehen, das Blümchen dazusetzen und das macht dann Lehm draus. So, wir brauchen Grau. Einmal normal, einmal mit Mana. Wir brauchen Hellgrau, einmal normal, zweimal mit Mana und nochmal so eine Cyan und eine Rune der Erde. Rune der Erde. Haben wir nicht mehr, aber vielleicht haben wir Glück und ziehen das jetzt direkt hier aus den Beutels. Rune of Self-Sacrifice. Das wäre jetzt wieder was Interessantes für Blood Magic. Und Villager Reputation. Ganz toll. So, das heißt, wir müssen wieder eine... Ah, haben wir hier sogar. Sehr schön. Sehr geil. Super geil. Ja, wir müssen gleich ein paar Blümchen verhauen. Ich glaube, drei von waren das hier und wieder eine von denen hier. Können wir kurz gucken. Wo ist sie da? Da. Genau, davon aber eine normal, zweimal mit Mana, einmal normal, einmal mit Mana und dieses Ding da eben dazu. Grau, haben wir hier irgendwo ein graues Blümchen mit dabei? Du bist hellgrau. Du bist weiß. Ja gut, denn sammeln wir mal kurz ein bisschen wieder die Blümchens ein, damit neue entstehen können und dann hoffentlich eine graue bei rauskommt. Na, Kleiner. Oh, Kacke, das war fast falsch. Hier muss ich also ein bisschen aufpassen. Jetzt hätte ich hier unsere Exoflame oder Endoflame. Ich weiß gar nicht, welches das von beiden ist. Weggeruppt. Und ich komme gar nicht so schnell hinterher mit Wegklöppeln, wie es schon wieder am Nachwachsen ist. So. Dann wandle ich die schon mal um. Geh mal weg da. Du auch. Vielleicht stelle ich mich hier damit dazu an die Kiste. Dann können wir die nämlich direkt einsortieren. Das geht wieder nicht. Sama, weg da, du Blume. Du auch. So. Hier direkt ein Crafting-Feld. Das wäre es jetzt noch gewesen irgendwie. Kann ich da gleich noch direkt ein paar mehr draus irgendwo machen? Ja, so. Und so. Und noch mehr Blumen irgendwo da. Jawohl. Hier. So, direkt mal einsortieren hier. Die hätte ich eigentlich gleich. Ah, gut, okay. Machen wir erstmal alle wieder zurück, schnell. Bis wir die haben, die wir brauchen. So, jetzt habe ich das Problem, dass ich keinen Platz im Inventar habe. Mache ich mir schnell Platz. Und da kommen noch weitere von den Sion. Hier kommt Pink. Braun haben wir unten auch. Jawohl, da sehe ich gerade noch ein Blümchen, das ich zu Blüten machen muss. Liegen da noch mehr Blumen rum? Nee. Sieht nicht da auch. Doch, hier ist noch eine. Und das ist eigentlich fast so eine kleine Endlosschleife jetzt. Hier könnten wir eigentlich theoretisch die ganze Zeit Blüten sammeln. Aber ich will eigentlich die Pflanze fertig kriegen. Jetzt habe ich die schon wieder vergessen. Die ist so unscheinbar. So, hepp. Gut, weil wir fehlen, uns fehlt immer noch Grau. Uns fehlt immer noch Grau. Da. Da haben wir eine Graue. Das ist hellgrau. Nur eine einzige geschlüpft, okay. Ja, Blumen schlüpfen. Behaupte ich jetzt einfach mal so. So, das heißt, wir brauchen noch drei von den hellgrauen. Und eine hiervon.
Ups. Genau. Hier einen rein. Hier von zwei rein. Und wieder. Sturzflug. Pfeffern wir den ganzen Kram in den Pott. Inklusive der Erdrune. Und im Seed. Verkackt. Wieso habe ich daneben geschmissen oder was? Lass mich mal eben schnell gucken. Wo ist er jetzt? Da. Das Grau einmal nochmal da, zweimal genau. Jawohl. Haben wir eigentlich alles drin? Wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich wahrscheinlich die Seeds vorbeigeschmissen. Komm her, du Seed. Es will nicht rein. Irgendwas fehlt noch. Warte mal, Light Gray sehe ich da. Ich sehe eine Mana von denen. Ich sehe das. Ha. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas habe ich schon wieder übersehen. Gray Mana Petal. Light Gray. Light Gray Mana. Genau, zweimal Mana. Haben wir drin? Ja. Mystical Seer. Haben wir doch alles drin? Lass mich mal genauer gucken irgendwie. Irgendwas ist da falsch. Und danke auch an Troubleshooter für den Tipp, dass man so das letzte Item, das man reingeschmissen hat, wieder rausholen kann. Indem man mit der leeren Hand Shift-Rechtsklick macht. Damit ist es tierisch geholfen. So, die drei, das müssten eigentlich nur noch... Ja, das passt eigentlich. Ich weiß gar nicht, was das Becken jetzt hier hat, warum es das Blümchen nicht machen möchte. So, das Becken ist leer. Gucken wir nochmal nach dem Rezept. Mystical Grey Petal. Einmal normal. Und einmal in Mana-Version. Mana-Version. Und normal. Dann. Mystical Light Grey Petal. Mystical Light Grey Mana Petal. Und Light Grey Mana Petal. Okay. Zweimal Light Grey. Und einmal Mystical Light Grey Petal. Jawohl, haben wir auch. Dann, einmal Mystical Cyan Petal. Habe ich da jetzt wahrscheinlich Mystical Light Blue. Ah, mein Fehler. Du bist richtig. Hat er wieder verkackt, der Chibi. Skandalös, skandalös. Und zack, da haben wir jetzt auch die Blume, die aus Sand Lehm macht. Belohnung. Was wäre denn nun die nächste? Die Daffomill. Die Daffomill. Gucken wir erstmal in den Belohnungsbeutel hinein. Vielleicht kriegen wir da irgendwas Schönes raus. Wow, Illoria Reputation. Ich bin begeistert. Die Sand-in-Lehm-Mach-Blume können wir hier mal einlagern. Und gucken mal direkt, was die Daffomill braucht. Die braucht wieder so ein Root. Mystical White, einmal normal, einmal Mana, dann braun und gelb mit Mana. Und die Rune der Luft. Haben wir auch noch. Wow, geil. Supergeil. Also gucken wir jetzt nochmal nach den Petals. Weiß, Mana, Braun, Gelb, Mana und Rot. Okay. Schmeißen wir den Kram schon mal rein, den wir hier direkt zur Hand haben. Denn machen wir da mal kurz auf. Oh, ganz gefährlich hier mit dem Wasserdings rumzukrapschen. Einmal normal, einmal Mana. Einmal Mana haben wir schon fertig. Und ein braunes Ding. Jo. Schmeißen wir schon mal die normale rein. Den Mana. Und die normale. Und dann, die weiße darin. Perfektamente. Au. So, und nun ein Seed. Zack, das ging fix. Und das Ding macht wohl aus Wind auch Mana. Von dem her stelle ich das einfach mal mit da oben mit dazu. Und gucken, ob das da irgendwie Luft abkriegt. Ich habe ein Skelett gehört. Huhu. Aufs Maul, Mann! So, und die würde ich jetzt gerne vielleicht hier so einfach mit dazwischen stellen. Und sie macht Wind. Ach nein, genau. Dieses Item macht kein Mana, sondern es benutzt Mana, um beispielsweise Items durch die Gegend zu blasen. Klingt doof, ist aber so, weil wenn ich jetzt hier einfach mal so ein Ding hinschmeiß. Dachte ich eigentlich. Oh, okay. Irgendwas hat hier blub gemacht. Oder macht das doch Mana? Lass mich mal gucken.
Dann lesen wir nochmal eben nach. Erstmal noch die Belohnung holen. Der Direction of the Wind with a special type of flower and the cost of some mana. What we're messing up with the balance of natural relief device. When the wind blows from the east, expect a new and set the feast. Ja, bla bla. Braucht wohl doch irgendwie Mana noch im Umkreis. Hat er momentan keins. Aber wenn mich nicht alles täuscht, dann macht dieses liebe Blümchen eben, dass Items in eine gewisse Richtung fliegen. Glaube ich. Nagelt mich nicht drauf fest. Wenn ihr es wisst, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare reinhauen. Und ich gucke jetzt mal hier in den Belohnungsbeutel. Lexemani Reputation. Sehr schön. So, dann haben wir diese Folge 3 Blümchen fertiggestellt. Finde ich richtig geil. Geht richtig zügig voran. Ich hoffe, das bleibt auch so. Natürlich wird es nochmal ein bisschen ausbremsen, wenn es dann losgeht mit dem Terrastahl. Aber das kriegen wir auch noch hin. Von dem her würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben wäre eine geile Sache. Ansonsten abonniert, falls ihr nicht getan habt. Und alle wichtigen Links findet ihr in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.